So, da geht es auch schon weiter mit dem achten Part, wenn ich das richtig liege. Achte oder neunte? Ne, ich glaube achte Part. Vom Tageslicht. Also, ne? Wir sind ja hier. Also, ne? Also Tageslicht ist richtig Bombe. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt hier nur so abgeht. Was haben wir hier? Zu Händen aller Mitarbeiter. Nicht wundern, wenn ich jetzt wieder Fehler reinhaue. Es ist immer noch derselbe Tag, wo jetzt Part 6. Ne, warte mal, Part 5? 6? Ne, da ist es jetzt Part 8. Also ich habe jetzt drei Parts, ne? An einem Tag aufgenommen und das ist jetzt der vierte. Ich kann mich ja nicht für verrückt erklären. Aber egal. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bau an Mid Island Hospice zu beenden. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht vom GC Investment genehmigt und führen zur Vertragskündigung. Also Verkündigung, natürlich. Alle bisher beschäftigten Mitarbeiter werden bis zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch ans Hauptbüro. Vielen Dank, GNC Investments. Ich hätte da jetzt gerne mal angerufen und nachgefragt, was der Scheiß überhaupt soll. So. So ganz sicher ist mir das aber nicht. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh Gott. Was das denn? Ist das Giftwasser? Kannst auf manche Objekte klettern? Ja. Sind wir jetzt hier oben so drüber oder was? Ich verstehe gar nicht so ganz, was das Spiel von mir will. Achso, hier ist. Brian, wie angeordnet, hat das Team die Arbeit wieder aufgenommen und mit dem Entfernen der Überreste begonnen. Während wir zunächst nur von einer Leiche ausgegangen sind, haben wir inzwischen mehrere entdeckt. 12, um genau zu sein. Die Weise der Bestattung schien auf den ersten Blick zufällig erfolgt zu sein. Aber wir haben bemerkt, dass sich jemand bemüht hat, die Leichen mit dem Gesicht nach unten in ihre Särge zu legen. Ich habe die Überreste an einen sicheren Ort bringen lassen, damit sie keinen neugierigen Blicken ausgesetzt sind. Aber die Arbeit wird sich etwas verzögern, da ein paar Leute aus meinem Team an einer Art Fieber leiden und ins Krankenhaus mussten. Die Ärzte sagen, der Auslöser sei ein Pilz, aber die Leichen sind sauber und merkwürdig gut erhalten. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange sie schon hier unten rumliegen müssen. Man muss sich nur ihre Kleidung ansehen und eine von ihnen wurde mit einer Bibel begraben. Okay. Darauf stand für Mary, möge Gott dir gnädig sein. 1666. Joe. Okay. Ach du Scheiße, muss ich jetzt versuchen, hier die ganzen Dinger noch. What the fuck? Muss ich jetzt hier noch versuchen, die ganzen Dinger zu sammeln oder was? Oh. Schön. Die Butze bricht auseinander. Kann ich da jetzt so rüberspringen? Das geht nicht. Ach, da hinten war noch einer. Moment. Gag Investments Bericht. Hospizprojekt ab 18. April 1987. Ich kann schon gar keine Zahl mehr lesen. Toll! Über das abgebrochene Konstruktionsprojekt angesprochen, reagierten die Bewohner positiv. Die 65-jährige Gladys Stone Sound meinte etwa: Seit diese Männer angefangen haben, auf Crown Island ihr Unwesen zu treiben, wusste ich, dass das Erbe bedeutet. In unserer Stadt weiß jeder, dass jeder Ort nicht gestört werden darf. Dass dieser Ort nicht gestört werden darf. Gladys ist nicht die Einzige, die diese Ansicht vertritt. Auch der. Ups.
Gladys ist nicht die Einzige, die diese Ansicht vertritt. Auch der Verband zur Erhaltung von Crow Island hat diese Neuigkeiten gefeiert. Jennifer Fluke hat Gründerin, die Gründerin hat der Gruppe, oh Gott, hat angekündigt, sie wolle feiern, dass die Eindringlinge verschwunden sind. In jedem Fall können die Bewohner New Kiplings ein Ende der Tragödie auf der Insel erwarten. Aber warte mal, da hinten ist ja noch einer. Wenn ich da unten jetzt abkratze, dann bringt das da sowieso nichts. Dann verliere ich ja sowieso alles. Hey! What the fuck? Hey! Hehehe! Muss mal ganz kurz da drüben hin. Weil da lag nämlich auch noch einer. Schlechter Boden für Unfälle auf Mid Island. Verantwortlich? Also. Was? Verantwortlich? Hä? Hätte ja eigentlich auch daneben noch. Egal. 3. Juni 1986. Die Modernisierung von Mid Island ist nach mehreren Unfällen auf dem Konstruktionsgelände, die Verletzte und Todesfälle zur Folge hatten, in den Fokus geraten. Auf Nachfrage um Stellungnahme über die Tragödie hat Tom Miller, der Sprecher von Gag, bekannt gegeben, dass derzeit der Baugrund untersucht wird, da viele der Todesfälle durch unvorhersehbare Einstürze verursacht wurden. Also ich verstehe das jetzt so. Es sind jetzt 12 Leichen da unten gefunden worden. Sind wir jetzt Patientin 13? Und die 12 sind jetzt vielleicht die Spastikalinchen, also die Mädels oder Frauen oder Omas, wie auch immer, die jetzt hinter uns her sind. Das könnte ja sein. Joe, nach weiteren Grabungen im Untergeschoss des Hauptgebäudes wurden 12 Gräber entdeckt. Vorerst unbestätigt. Wir haben das Bodensonar verwendet und irgendetwas ist definitiv dort unten. Die Jungs und ich haben vor, sie heute Abend auszuheben, um sie uns anzusehen. Ich werde vorerst mit niemandem darüber reden, bis wir wissen, was es ist. Vermutlich irgend so eine dämliche Indianergrabstätte. Das wird den Bau um Monate verzögern. Hoffen wir, dass es unbedeutend genug ist und wir es einfach vergessen können. Brian. Na, also ganz unbedeutend scheint es aber nicht zu sein. Nee, also ich glaube, der Weg ist nicht richtig. Ja, auch wieder leichte Frame-Spacker. Oh, 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 oh. Das Einzige, ich habe jetzt da hinten das eine Dings nicht mitgenommen. Also das eine Dings, was ich da finden konnte. Egal. War jetzt da oben noch irgendwas drauf? Ach, da komme ich gar nicht mehr. Oh, ich komme da nicht mehr drauf. Es ist ja auch viel zu höch. Also hoch. Höch. Ich sag ja, ich kann schon nicht mehr sprechen. Oh, Handy, halt die Schnauze. Ich bin am Arbeiten hier. So, was kommt jetzt noch? Was ist das denn? Was? Hehehe. Ich muss doch da nicht rein, oder? The egg for home lives in all of us. Schön. Was soll das denn jetzt hier? Was? Ist es jetzt hier dieses mit Island Hospiz oder was? Also Relikte sind jetzt. Gut, also Türen aufmachen kann ich hier auch nicht. Relikte muss ich jetzt hier auch nicht finden. Aha. Was ist hier? Mit diesen leichten Hakern, ich kann da leider nichts machen. Es tut mir leid. Bin ich hier jetzt richtig? Boah, hallo, hallo, hallo. Mal hier. 4. April 1988, Patientin 13.
Ich fürchte, Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987. In diesem Krankenhaus steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb, Komplikationen durch rapiden Blutverlust und verschiedene Narkotika in ihrem System, taten wir alles uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbares Liebesbaby und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in der Umgebung gesucht, aber unsere Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichte gehen bis zur Legende der 13 Hexen zurück, die angeblich hier auf Mid Island getötet wurden. Schön. Die überlegenen Angehörigen der Familie Gwyn wurden anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläubischen Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet nicht an fetalem Alkoholsyndrom, aber sie wird regelmäßig in ihrem Zimmer gefunden, wie sie voll in der Ecke liegt. Oder was? Ach so, nee, wird von regelmäßig wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könne sich um Narkolepsie handeln. Aber andere Symptome lassen mich daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen. Sie schwankt zwischen Überschwänglichkeit und Katatonie. Was ist Katatonie? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie sollen wir ihr je ein Zuhause finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärliche Weise über Nacht verrückt wurden. Oh, wie weit ist denn das noch? Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie mit einem Fluch belegt, aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nur Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel ein etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen. So kurz vor unserer Schließung muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde. Sarah, Gwyn. Gwyn? Ja, das ist ja Sarah. Also ist sie die Nummer 13. Mögest du mit Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst und nicht zu dem Produkt deines Erbes. Let's begin. Do you remember, Virgin? Your poor mother, screaming in pain, gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. All that time sick and wandering, only to be brought back here to die. Was? How her heart sank when they wheeled her in, knowing in spite of it all, they'd find you again. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah, she really did. The last thing she did protected you, cast you in light. And yet the darkness, you know, the blackouts, the blackness, so thick you can hardly see. You kept them from you, Sarah. Kept you being you, even when you didn't know who you really were. Sarah, we're ready for you now. Huh? Was nu? Was ist Handy? Das sieht doch einfach so anders aus hier. Muss ich hier durch? Okay. Ach, sind wir jetzt, die kleine Sarah? Spieldaten werden gespeichert. Achso, aber Türen öffnen können wir nicht. Das ist ja auch scheiße. Ha. Ist hier noch irgendwas? New Silence. Okay. Licht ist kaputt. Dr. Holt. Ach, das war hier das Büro von Dr. Mercer. Ah ja. Was? Hä? Wieso war das jetzt so verschoben? Hä? Was zum Teufel? Wer war hier? Sister Mary Long. Okay. Mir ist gerade ein bisschen verwundert, dass es jetzt so komisch aussieht. Das Bild müsste eigentlich viel mehr in der Mitte sein. Wo muss ich jetzt hin? Oh Gott. Naja. Hi. Hi. Lass mich durch. Muss hier raus.
Awakening. So, you succeed into the light. Succession to the top of your own burning star. Encircling all 10 and 3. Oh my god. It's me. Ja, schön. Aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, dass jetzt das Bild so derbe verschoben war. Also das kapiere ich jetzt auf den besten Willen nicht. Naja, jedenfalls haben wir Gott sei Dank dieses Projekt jetzt abgehakt. Es wurde ja auf meinem Kanal schon wirklich sehr mit Freude erwartet. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei euch ankommt. Also es war wirklich eine Quälerei, sich da durchzuspielen und sagen wir auch durchzuquälen. Aber auf der einen Seite, in manchen Fällen war es eigentlich zu einseitig. Also ich bin jetzt mit dem Spiel soweit eigentlich zufrieden. Man sieht ja auch, also die ganzen Leute, die da mitgearbeitet haben, war gut, also dagegen sage ich nichts, aber man hätte vielleicht, sagen wir jetzt so, die Aufgaben, die jetzt für Serra gedacht waren, die hätte man eigentlich ein bisschen anders setzen können. Und ich glaube auch jetzt diese 12 Gräber, die ja so gesagt geöffnet wurden, ich glaube, jedes Teil, was wir jetzt gerade im letzten Screen ja ein bisschen schlecht sehen konnten, weil es ein bisschen verschoben war. Ich glaube aber, dass jede einzelne Person eine bestimmte Sache davon war. Ja, toll. Und alle zusammen ergeben dann, ich weiß es nicht, ob ich da richtig liege, aber ich denke mal, alle zusammen ergeben dann diese Serra. Kann aber auch sein, dass ich jetzt totalen Quatsch rede. Aber naja. Leute, wir haben dieses Projekt abgeschlossen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich über eine Bewertung und über einen Kommentar sehr, sehr freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Ihr bekommt dann die aktuellsten Videos von mir in eure Abo-Box rein. Dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir, dem verspackten Kegel, der sich auch gerne mal erschreckt. Und ja, die nächsten Projekte sind schon in Planung. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Horror-Game-Pause. Es war jetzt auch schon längere Zeit kein Horror-Game mehr bei mir auf dem Kanal. Also jetzt wird es mal wieder Zeit. Leute, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, Tag, wann ihr mir das Video guckt. Und ich verabschiede mich auf meine altbekannte Art. Und sage tschüss mit Ö. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. So, jetzt nochmal ein ganz kurzer Test. Ich will jetzt nochmal ganz kurz schauen. Aber ich glaube, ich habe jetzt zu früh die Aufnahme gestartet, weil es könnte sein, dass er jetzt im Screen hier ein bisschen hängen bleibt. Muss man jetzt leider mal gucken. Ich habe nicht jetzt nochmal die Einstellung ein bisschen umgestellt. Vielleicht kriegen wir jetzt. Na. Jetzt weiß ich nur nicht. Moment. Ich hoffe, das geht so. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt ein bisschen besser angezeigt wird. Ja, sehr schön. Genau das wollte ich erreichen. So, pass auf, dann machen wir das eben jetzt nochmal zum Schluss, damit man das richtig im Bild hat. So, ja, die Serra ist da, aber die hat gerade keine Zeit. Die hat nämlich einen wichtigen Termin. Das Mädel muss ja ganz schnell raus. Danke. So. Awakening. So, you succeed into the light. Ja. Ich weiß. Wir haben es erledigt. Ja, ist gut jetzt. Oh my god. It's me. Na, alles klar. Gut, das wollte ich nur noch mal ganz kurz hier mit eingefügt haben. Mehr war es gar nicht. Also, tschüssikowski.